Hallo liebe Imkerkollegen, heute geht es mal wieder an die Bienen. Sonntag, 7 Tage ist das her. Und es ist schon wichtig, dass man alle 7 Tage durchguckt. Ich hatte die Völker, die ich gestern 7 Tage durchgesehen habe. Ich unterteile mir das Wochenende in Samstag und Sonntag. Und da waren Weiselzellen schon kurz vor der Verdeckelung. Oftmals ist es ja schon, wenn die Zelle verdeckelt ist, fliegt die Königin schon raus. Hätte man hier schon haben können. Also ist es doch wichtig, regelmäßig durchzusehen. Ja, 2 Völker, 3 Völker, 4 Völker, 5 Völker habe ich noch nach jetzt. Dies ist ein recht starker Ableger vom letzten Jahr. Habe ich auf 3. Flachzagen müsste normalerweise auch noch eine rauf, aber ich habe keine mehr. Und von daher müsste ich dann mit den anderen Völkern tauschen, gucken, ob da noch leere sind, schon hier welche voll sind, die ich hier wegnehmen kann und irgendwie austauschen kann. Das ist ein Volk, wo im Winter der Deckel zur Seite geweht ist und ein Schlitz offen war. Ich weiß nicht, wie lange. Und das war ganz schwach. Mal sehen, wie stark das jetzt sich entwickelt hat. Ja, und ein anderes Volk, das war letzte Woche schon in Schwarmstimmung. Da werde ich mal gucken, wie es diese Woche aussieht. Ja, was habe ich mit als Werkzeug? Smoker, Abkehrbesen, Stockmeißel natürlich. Und die Wabenzieher, 2 Stück, einmal für modifizierte, einmal für normale Rähmchen. Ja, und diesmal habe ich auch den richtigen Abfangclip in der Brusttasche. Gestern hatte ich einen falschen, beziehungsweise hatte ich den gar nicht. Und da hatte ich ein anderes Abfanggerät und anschließend eine Königin gequetscht. Ja. Und das war es mit der Königin denn. Zum Glück habe ich dann einen in einem weiteren Volk, was ich durchgesehen habe, nachher gesehen, dass das in Schwarmstimmung war. Da konnte ich dann die ganze Wabe wegnehmen und da reinhängen. Habe ich also praktisch schon eine Woche gewonnen durch die Weiselzellen, die dran waren an dem Volk. Das ist also in 10 Tagen ungefähr, habe ich dann wieder eine legende Königin drin. 10, 12 Tagen. 12 Tagen ungefähr müsste das so sein. Gut, dann schlüpfe ich mal in den Schleier, Handschuhe an. Das ist doch wichtig, nicht wegen Stichen, aber es klebt unwahrscheinlich jetzt bei allen Kästen. Der Nektar klebt, das läuft überall so raus. Auch wieder bestes Flugwetter heute, der Raps blüht. Schauen wir mal. Ja, okay. Das ist der erste Honigraum. Und der hat Gewicht schon. Den werde ich mal hier hinstellen. Hier sieht es auch gut aus. Ja, und hier werde ich mal gucken, wie das aussieht. Das ist der dritte Honigraum. Seitlich noch nicht besetzt. So, machen wir es mal so.
Und dann wird er nochmal gedreht, wenn ich ihn neu aufsetze, auf dieser Seite wäre. Das ist eine dicke Futterwabe. Hier ist das normale Sheet. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Brutwaben. Wahrscheinlich war da bei diesem Volk auch zu viel Pollen. So, hier haben wir den Drohnenrahmen. Der muss geschnitten werden. Und da haben wir aber auch Nektar in der Zelle drinne. Ja, der ist von allein rausgebrochen. Aber warum habe ich hier so viele Brutwaben? Okay. Sehen. Aha. Bestiftete Zelle. Ja, eine Nachschaffungszelle kann das nicht sein irgendwie. Obwohl die mitten auf einer Wabe ist. Kann das darum gerade sein? Aber ich hatte noch jüngere Brut gesehen. Okay. Schwarmstimmung. Jetzt muss ich einmal den ganzen Kasten durchsehen. Und mal mit Rauch arbeiten. Hier ist nichts zu sehen. Da. Ja.
Ja, auch viel Pollen drinne. Ja, aus dem Grund habe ich eine Wabe letztes Mal mehr gegeben, weil hier die Wabe zu 50% und viele andere Waben auch noch belegt waren mit Pollen. Zwei Waben voll mit Pollen, die fehlten denn als Platz für die Brut. Musste ich also eine weitere reinhängen, damit ausreichend Platz da ist. Ja. Rundherum Pollen. Hier ein kleines Brutfeld, die kommt natürlich raus. Die kommt da in den Kasten nachher gleich rein. Ja, ich zeige noch mal die Pollenwabe. Hier alles voller Pollen. Rundherum und nur ein ganz kleines Brutnest. Die kommt raus. Und hier drauf, vom Abschlagen, alles voller Nektar, der da so rausgespritzt kam im Brutraum. Jetzt habe ich natürlich meinen Wassersprüher nicht zur Hand. Dann werde ich mir gleich noch mal holen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die kriegen eine Mittelwand von mir. Und meine Finger muss ich waschen. Das klebt so. Ich muss mal Wasser holen. Ja, die Kamera hat sich ausgeschaltet und ich hole jetzt noch eine Mittelwand und hänge die an den leeren Platz. Der Drohnenrahmen ist auch ausgeschnitten. So haben die Jungbienen Arbeit und sind beschäftigt und die drängen dann die Königin nicht zur Schwarmstimmung. Ich hoffe, das hat sich bis nächstes Wochenende gegeben. Die Platz haben sie denn, wenn sie jetzt die Mittelwand ausbauen, um Eier abzulegen? Die anderen waren ja alle voll mit Pollen und ja, die anderen bebrütet. Die eine ist jetzt raus, habe ich rausgenommen, die mit Pollen, dafür jetzt eine Mittelwand reingehängt. Und das ist es gewesen. Honigraum wieder rauf, Deckel zu und fertig war.